sehen die Fans Manfred Zakaria am liebsten. Und so sieht er sich selbst. Privat bin ich immer sehr laut, lustig. Und in der Mannschaft eher so, sagen wir mal, etwas ruhiger, zurückgezogen, aber kann auch viel Spaß haben. Ja. Freude, Glück und Liebe im Herzen. Das alles steckt im Namen Manfred, den die indischen Eltern gewählt haben. Passend auch für den Sohn. Glück, Freude, ja sicher. Ich bin auch ein guter Mensch. Ich bin zu jedem freundlich, auch wenn ich neue Leute kennenlerne und will mich halt von meiner besten Seite zeigen. Auf dem Platz geschieht das vor allem mit Toren. 11 Treffer in 24 Spielen für Sturm und dazu 4 Assists machen Manni zum zweitbesten Scorer nach Jakob Jančar. Ich denke, da ist viel Unterstützung von den Familie, Freunden und der Spaß am Fußball einfach. Ich habe einfach sehr viel Spaß am Feld und das strahle ich auch aus. In den 4 Profijahren bei der Wiener Austria gelingen Zakaria insgesamt weniger Tore als in nicht einmal einer Saison bei Sturm. Der Wechsel stellt sich als Gold richtig heraus. Das Umfeld in Graz scheint zu passen. Ja, von Wien her gesehen ist ein Unterschied. Graz ist sehr ruhiger und ich bin auch entspannter hier. Also es ist wirklich chilliger. Mit dem Chillen ist es aber vorbei, wenn der ehemalige Arbeitgeber nach Graz kommt. Ein Sieg gegen den Tabellendritten würde auch Platz 2 und damit die Champions League-Chance absichern. Ich schon jedes Mal irgendwie was Besonderes in den Ex-Club zu spielen. Wir probieren sicher das Spiel zu gewinnen. Ich probiere sicher wieder ein Tor zu machen, einen Assist zu liefern und einfach ein gutes Spiel zu machen. Was Manfred Manni Zakaria gegen seinen Ex-Club bereits in sehenswerter Weise genutzt.